Komm her. So, mach Sitz. Jeff, mach Sitz. Sitz. Donnerwetter. Jetzt starten auf www.com und 50% sparen. So, 47 sind doch mehr, als ich gedacht habe. Er ist jetzt zwar natürlich noch voll beladen, das heißt, er drückt noch seine Wurst raus, aber angepeilt sind eigentlich so 46,5 bis 47, so Mitte, Ende Dezember. Ne? Das ist so das angepeilte Ziel. Schade ist nur, dass sein schwarzes Fell die Kontur so wegnimmt. Ich kann euch das mal zeigen. Jeff, bleibt mal. Bleib, warte. Ach, jetzt setzt er sich natürlich. wenn man dem Hund beibringt, dass er beim Bleib auch immer absetzt, das ist halt so. So ist fein. Also, ich fahre das jetzt mal mit der Hand ab. Hier geht es rein. Da ist natürlich nicht mehr so viel Taille. Hoffentlich sieht mich keiner. So. Und wir machen das eigentlich vorzugsweise, damit er nicht friert. Und im Winter hat er halt, wenn der Fettreserven hat, dann ist der Hund auch froh drum, glaubt mir. Im Sommer ist das nicht schön. Ja, diese paar Kilos, die er jetzt mehr hat, die merkt er natürlich in der Agilität. Das ist ganz klar. Also auch Ausdauer, wenn ich jetzt mit ihm Fahrrad fahre, wird er sicherlich den einen oder anderen Kilometer schwerer haben als vorher. Das ist völlig normal. Ja, Chef, feste drücken. Was wir jetzt machen können, wir können jetzt das Leergewicht messen. Da bin ich mal gespannt, was du so rausdrückst, Chef. Also, als ich auf das Display gefilmt habe und von Leergewicht gesprochen habe, da hat die Verkäuferin ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt. Das ist definitiv das Gewicht, was wir bis Ende des Jahres angepeilt haben. Und am Anfang Oktober. Ja, so schnell kann es gehen. Ein dicker Hund.